Es liegt schon eine Vielzahl von Ergebnissen vor, vielleicht eines als Beispiel. Wir haben untersucht, welche unterschiedlichen Strategien Politikerinnen und Politiker verwenden in diesen Diskursen auf Twitter. Es lässt sich zeigen, dass es sehr unterschiedliche persönliche Stile gibt. Manche sind sehr informativ, das heißt, sie haben sehr viele Verlinkungen. Andere dagegen sehr persönlich, sie adressieren konkret mit dem @-Zeichen Gegnerinnen und Gegner. Spannend ist natürlich auch, was ist denn ein erfolgreicher Stil? Was ist im Wahlkampf zum Beispiel vielversprechend im Sinne von Follower-Generierung? Auch da haben wir sehr schöne Ergebnisse.